Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass du da bist. Ich hatte mir vor kurzem die komplette Limited Edition von Essence Cosmetics und Hello Kitty besorgt. Ich war letztens erstmal erschrocken. Ich hatte die bei DM entdeckt. Der Aussteller komplett restlos ausverkauft, außer der Spoolie war da und eine Pinzette. Ansonsten war alles weg. Und nee, das konnte ich ja so nicht akzeptieren. Dann bin ich zu einer anderen Filiale und da hatte ich Glück. Da war der Aufsteller noch komplett befüllt. Außer ein Produkt. Trotzdem war ich mega happy, dass ich sie nochmal entdeckt habe. Und ich hatte dann zugeschlagen. Ein Teil hatte ich dann separat nochmal wo bekommen. Und das zeige ich dir jetzt. Und zwar geht es hier um diese süßen Beauty Sponge Set. Das fand ich so süß. Das Besondere daran finde ich, ich wollte die erst gar nicht kaufen. Hatte dann aber gesehen, dass die Sponges bedruckt sind. Guckt mal, wie süß. Qualitativ finde ich die eigentlich auch ganz gut. Die sind sehr weich, das mag ich gerne. Dann total süßer Aufdruck hier. Ja, Hello Kitty, jetzt weiß ich natürlich jetzt nicht, was ist denn Sanrio? Ich denke mal die Marke von Hello Kitty, der Betreiber, ich habe keine Ahnung. Und dann gab es hier nochmal diese kleinen süßen Verblender. Die sind aber leider nicht bedruckt. Fand ich halt total süß. Dann gibt es hier nochmal eine andere Variante in lila. Einmal lila und pink. Und die fand ich so knuffelig. Deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Und ja, das kann man ja immer gebrauchen. Und deswegen habe ich mir die mitgenommen. Vom Preis her weiß ich nicht. 7 Euro, weiß ich noch, haben die gekostet. Ja, ein bisschen viel. Aber ich denke mal, da bezahlt man einiges auch an Marke mit. Hello Kitty. Vom Merchandising. Ich denke mal, sowas ist nicht günstig. Dann habe ich hier noch diesen richtig coolen Lash- und Brow-Styler mitgenommen. Also das sind solche Produkte, die sind wohl nicht so schnell ausverkauft gewesen. Kann ich zwar nicht verstehen, oder das ist wahrscheinlich nur, weil hier nur Hello Kitty drauf stand und es eigentlich ja nicht so in dem Sinne jetzt nichts Besonderes ist. Aber ich fand es trotzdem cool und sowas benutze ich ja auch immer. Und deswegen habe ich mir auch dieses Teil mitgenommen, genauso wie diesen Tweezer, die Pinzette. Hier steht auch Essence mit einer süßen Schleife und Hello Kitty drauf. Ich fand es einfach mega süß. 01 Be Kind to Yourself. Ich wusste gar nicht, dass das noch Beschriftung hat, eine Benennung. Aber ich denke mal, der nicht. Oder doch, 01 You Can Do Anything. Machen wir weiter mit diesem süßen mattierenden Papier. Also vor allem ist mir das Packaging natürlich ins Auge gesprungen. Ich finde dies so süß. Hier steht natürlich jetzt leider nicht drin. Ah doch, hier. Das sehe ich jetzt erst. Da sollen wohl 50 Papierchen drin sein. Die sind dafür gedacht. Ich habe hier mal eins rausgeholt. So sieht das aus. Da ist Hello Kitty drauf gedruckt. Das ist dafür gedacht, wenn man nachfettende Haut hat, dass man quasi mit dem Papier drüber geht und sich mattiert. Das ist fürs Gesicht gedacht, Gesicht, Hals, Dekolleté. Und habe es einfach mal mitgenommen zum Ausprobieren. Sowas passt ja mal eben in die Handtasche. Dann habe ich hier die erste dekorative Kosmetik. Und zwar ist das ein Sharing Sheer Lipstick. Auch hier ist das Packaging total süß. 01 Find Something Sweet in Each Day. Ein pflegender, semi-transparenter Lippenstift mit einem Hauch Farbe. Mir ist allerdings aufgefallen, dass der auch nach Erdbeere riecht. Also ich habe den auch schon benutzt. Ja, also für mich riecht der nach Erdbeere. Ich swatch euch den mal. So viel Farbe ist da nicht. Das ist auf jeden Fall ein schierer Lippenstift. Und der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Weil man möchte ja auch nicht immer so einen krass deckenden Lippenstift haben. Manchmal reicht mir auch ein getönter Lippenstift. Oder eine getönte Lippenpflege vielmehr. So, als nächstes haben wir diesen richtig coolen Lipgloss, ein Growing Lipgloss. Das ist die 02 Sweeter Days Ahead mit funkelndem Schimmer für ein hochglänzendes Finish. Der sieht mega süß aus. Guckt euch das mal an, das Packaging. Da sind einfach hier oben so Blüten drin. Und den werde ich euch jetzt auch mal swatchen auf meiner Hand. Ihr seht, da sind so Partikelchen drin, so goldene Partikel. Finde ich mega süß. Das ist der Applikator. Und ich swatch ihn einmal hier. Ja, das ist aber ein ganz normaler Lipgloss. Also ohne Farbe. Das ist einfach ein ganz normaler Lipgloss. Ich sehe da keine Schimmerpartikel.
Ist aber trotzdem total süß. So, und hier ist der zweite, beziehungsweise das ist die 01. Today Just Got Cuter. Ein Lipgloss mit funkelndem Schimmer für ein hochglänzendes Finish. Steht das gleiche drauf wie auf dem anderen Lipgloss. Ein Glowing Lipgloss. Und in beiden sind 5 ml drin. Und ich sag mal, das Packaging ist einfach total süß. Auch den werde ich mal swatchen. Guck mal, auch hier sieht man die goldenen Schimmerpartikel. Und ich swatch den mal hier. Aber wie gesagt, auch der hat keine Farbabgabe. Das ist ein ganz normaler Lipgloss. Dann machen wir weiter mit diesem süßen Pocket Mirror, was ich richtig süß finde. Guckt euch das mal an. Das finde ich so süß, hier mit den Blümchen. Und ich zeige euch den mal. Ein wunderschöner Taschenspiegel. Ich mache den jetzt nicht mal ganz auf. Auf beiden Seiten ist ein Spiegel. Ich würde mal behaupten, passt in fast jede Handtasche. Und das fand ich einfach Zucker. Dann haben wir noch 3 Produkte. Machen wir weiter mit dem hier. Das ist der Highlighter Roll-On. Da sind 2,5 Gramm drin. Testen wir den mal hier. Ja. Ich kenne sowas gar nicht, einen Highlighter Roll-On. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen, dass es sowas gibt. Und das ist der Schimmer. Und auch hier das Packaging, total süß. Hier oben die ganzen Schleifen. 01 Spread the Sunshine. So, dann haben wir noch ein Produkt. Und zwar ist das dieser super, super süße Blushleiter. Ja, der sieht einfach toll aus. Da sind 9 Gramm drin. Und der heißt 01 It's the Inside That Counts. Ich hatte den auch schon mal bei mir geswatcht, also wundert euch nicht, dass hier oben schon was benutzt ist. Der war nagelneu und den finde ich auch total hübsch. Ich swatch euch den mal. Und zwar einmal hier. So ein richtig schönes Rosa. Dann einmal hier oben. Und jetzt vermische ich die zwei Farben mal ein wenig und swatch das auch. Wobei hier sieht der eher jetzt lila aus und hier eher pink. Guckt euch das Packaging an, total süß. Dann kommen wir wirklich zum allerletzten Teil und zwar Nagelsticker. Ich liebe Nagelsticker. Ich denke mal, der ein oder andere weiß das mit Sicherheit, dass ich Nagelsticker liebe. Da gibt es da oben die Schleifen und Kirschen, die Schrift Hello Kitty, dann ein Herz und da steht Hello Kitty drin, ein Apfel, ja, Hello Kitty in verschiedenen Varianten. Die typische Hello Kitty Schleife natürlich, die darf nicht fehlen. Und ja, hier heute habe ich mir auch Hello Kitty Nägel gemacht. Die Sticker mussten mit, die fand ich auch richtig süß und die heißt 01 Life Better with Besties und da sind 63 Sticker drauf auf diesem Bogen. Ja, einfach mega. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch und zwar hatte ich vor kurzem die 1000 Abonnenten bekommen, habe mich so gefreut. Hätte niemals im Leben damit gerechnet, dass ich überhaupt die 1000 Abonnenten bekomme. Umso mehr war ich überrascht und ich dachte mir, ja, jetzt werde ich hier mal eine kleine Verlosung starten. Und zwar dürfen sich 2 Abonnenten freuen. Ich habe 2 kleine Sets zusammengestellt. Ich zeige euch jetzt erstmal die Sets und danach sage ich, wie man mitmachen kann. Und zwar ist das erste Set, das ist der Glowing Lip Gloss. Der ist mit dabei. Dann einmal die Nagelsticker. Dann haben wir hier diesen Lash Brow Styler. In dem ersten Set haben wir noch den Blushleiter dabei. Und einen super süßen Nagellack von Trend It Up, Easy Speedy, die Nummer 195. Ein glitzernder Nagellack, der passt optimal zu diesem kleinen Set dazu. Und deswegen habe ich den auch noch besorgt. So, das ist das erste Set, die packe ich nochmal zur Seite. Und das zweite Set ist dieser Lipgloss, der rosane. Dann auch einmal die süßen Nagelsticker. Dann haben wir hier die Pinzette.
dann diesen wunderschönen Spiegel. Und auch da habe ich hier einen süßen kleinen Nagellack mit dazu gepackt von Trend It Up. Auch Easy Speedy Nail Polish, die Nummer 100, nee, gar nicht wahr, die Nummer 320. Auch farblich fand ich, passt das optimal dazu. Und da dachte ich mir, wie gesagt, ich mache euch eine Freude. Was müsst ihr machen, um überhaupt mitzumachen? Da bin ich immer am Überlegen. Was muss man machen? Ja, auf jeden Fall natürlich musst du ein Abonnent von mir sein. Und du solltest auf jeden Fall volljährig sein, um überhaupt an meinem Gewinnspiel mitmachen zu dürfen. Und ich versende nur innerhalb von Deutschland. Ansonsten, wie gesagt, jeder darf mitmachen. Ja, alles andere schreibe ich nochmal hier unter dieses Video in die Infobox. Vielleicht fällt mir ja nochmal was ein, also lest bitte die Infobox durch. Nochmal ein dickes Herz, ein großes Herz für all diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben. Ich bin wirklich mega happy und stolz eigentlich auch ein bisschen darauf, dass ich eine kleine Community habe, die immer wieder was schreibt und die mir zuschaut. Da freut man sich einfach drüber und da bin ich wirklich mega happy drüber und vielen Dank nochmal dafür. Nochmal ein großes, großes, dickes Herz und ich bin einfach mega happy und hatte, wie gesagt, niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt jemals 1000 Abonnenten bekomme. Wenn ich an meine Anfangszeit denke, wo ich einmal das 25 Abonnenten Spezial gemacht habe, muss ich echt lachen. Aber das sind halt die Anfangszeiten, ne? Man verändert sich ja auch ein bisschen. Ich habe zwischendurch meine Videos mal angeguckt, also von bisschen ja Fremdschämen. Ich weiß nicht, man ist ja anfangs doch ein bisschen anders und man verändert sich ja. Mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr so viel vor der Kamera, eigentlich fast gar nicht mehr. Anfangs war ich relativ oft oder immer vor der Kamera. Vielleicht ändert sich das ja nochmal irgendwann. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass du jetzt mein Video angeschaut hast. Schreib mir mal gerne unter die Kommentare, ob du vielleicht selber was ergattern konntest aus der Limited Edition. Ob dich diese überhaupt interessiert. Ob du findest, dass das Kinderschminke ist. Weil ich habe nämlich schon sehr oft gelesen und gehört, dass die Leute meinen, dass das einfach nur für Kinder ist. Wobei ich nicht finde, dass zum Beispiel sowas hier, so ein Highlighter-Roll-On, was für Kinder ist, oder genauso wie so ein Blushleiter. Also ich finde, die Farben sind mega und ich finde auch nicht, dass das Kinderschminke ist. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wie gesagt, lest euch meine Info nochmal durch. Da steht dann nochmal alles drin, weil manchmal vergesse ich auch einfach was zu sagen. Und deswegen einfach nochmal durchlesen. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass du vorbeigeschaut hast. Würde sagen, ich wünsche einfach noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!